Wir haben mittlerweile 2 Vögel hier im Studio. Und um sie wieder rauszubekommen, will Wusel fliegen lernen. Ich weiß nur nicht, wie. Dieses Mittel hier wird all unsere Vogelprobleme lösen. Es heißt Vogelforte 3001. Und lass mich raten, es ist bestimmt noch nie getestet worden. Ganz genau. Und es gibt nur diese eine Packung weltweit. Es ist die einzige Rettung. Wenn uns das hier nicht hilft, dann weiß ich auch nicht. Hey! Oh, das kann doch nicht wahr sein. Oh, der hat die Pillen im Schnabel. Gib sie sofort wieder her. Ja, guck mal. Gibt's doch nicht. Jetzt sitzen beide Vögel direkt über uns. Ja, und sie haben die Schachtel vor sich auf dem Balken. Ja, sehr niedlich, ganz toll. Jetzt reicht's, jetzt reicht's. Das ist meine Erfindung. Na, warte. Oh, jetzt ist Schluss mit lustig. Wusel! Gib das sofort. Was? Ganz ruhig. Die sind doch ganz lieb. Guck mal. Oh, und jetzt öffnen sie mit dem Schnabel die Packung. Was ist denn? Hä? Oh, oh. Da ist gerade eine Pille rausgefallen. Mir direkt in den Mund und ich habe sie verschluckt. Oh. Ja, ich bin unschuldig. Die waren's. Sie gehören wohl zu den beliebtesten Vögeln weltweit. Die Papageien. Die meisten leben in den tropischen Regenwäldern. Doch viele Arten sind sehr anpassungsfähig. Und so finden sich auch mitten in Deutschland, zum Beispiel seit einigen Jahrzehnten in Köln, Papageien. Die knallgrünen Halsbandsittiche sind aus Tierparks ausgebrochen und überstehen sogar unseren kalten Winter. Doch warum sind Papageien so bunt? Zum einen hilft das bei der Partnersuche. Bunte Federn beeindrucken und so finden sich Papageienpaare schneller zusammen. Dann sind Farben eine gute Tarnung. In den tropischen Regenwäldern kann man sich mit grünen Federn super verstecken. Und zwischen bunten Blumen fallen bunte Vögel auch kaum auf. Wissenschaftler haben außerdem festgestellt, dass die Farbstoffe in den Federn die Tiere vor gefährlichen Krankheiten schützen. Ihren kräftigen, gebogenen Schnabel nutzen Papageien wie eine Hand. Mit seiner Hilfe können sie klettern, harte Nüsse knacken, Äste abknicken oder ihr Gefieder pflegen. Und können Papageien nun wirklich sprechen? Jein. Sie machen gerne alle möglichen Laute nach. Eben auch die menschliche Sprache. Denn Papageien sind gesellige Tiere, sie unterhalten sich gerne. Doch welche Geräusche sie da fabrizieren, das wissen die Tiere nicht. Hallo zu Kinderfragen. Wusel antwortet. Heute schreibt mir Kimi. Hey Wusel, warst du schon mal in Berlin? Aber klar doch, ich habe sogar noch einen Koffer voller Dynamit in Berlin. Hm? Am liebsten bin ich im Wuslauer Berg und richtig super finde ich das Brandenburger Tor. Dabei habe ich es gar nicht in Brand gesetzt. Und ich liebe super scharfe Currywurst und dazu eine Berliner Wusbrause. Und ich kann sogar ein bisschen berlinerisch. Passt mal auf. So, nur aber mal Schluss mit lustig. Jetzt könnt ihr noch ein Filmchen kicken, Freunde. Einfach hier klicken und ab geht die Luzi. Und ich mach nur Feierabend. So, entscheidet euch bitte mal. Gibt's ja wohl nicht, was?